Weiter. In Frankenthal in Rheinland-Pfalz war der nächste Messertänzer unterwegs. Diesmal ein ägyptischer Chirurg, der seine Rechnung in der Shisha-Bar nicht begleichen konnte, abhaute, vom Wirt verfolgt wurde, daraufhin sein Messer zückte und in der Stadt ein wenig um sich stoch. Folklore eben. Sein Attest hatte er nicht direkt dabei, wird aber so schnell wie möglich nachgereicht werden. Also keine Sorge, alles wie immer. Im Übrigen gab es wieder unzählige Meldungen darüber. Natürlich haben sich die meisten Medien an den Pressekodex gehalten. Und die völlig unwichtige Tatsache, dass es ein Ägypter war, so wie es in der Polizeimeldung steht, politisch korrekt weggelassen. Brav gemacht, ihr bekommt einen Keks. Aber Lügenpresse, 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 Lügenpresse. Aber das kennen wir ja schon alle. Allerdings hatten wir einen direkten Vergleich. Als nämlich der Bio-Deutsche Marcel Hese in Herne den 9-jährigen Jaden und seinen Freund ermordete, waren die Zeitungen sofort voll mit allen Informationen, die man nur kriegen konnte. Gefühlt fehlte wirklich nur noch der Name seines Friseurs und die Schuhgröße seines Briefträgers. Werte Medienschaffenden, ihr könnt euch euren Pressekodex sonst wohin stecken. Die Bürger haben wieder gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen. Wenn nichts, und zwar wenn nichts, und zwar, wenn nichts zur Täterbeschreibung angegeben wird, weiß mittlerweile wieder jeder, dass ein Merkeland beteiligt war. Also verrenkt euch nicht länger, beteiligt euch und geht flächendeckend zu Klartext über. Und was tun wir, die normale Bevölkerung, die mit dem Gewaltpotenzial der Zugewanderten und leider auch schon in der zweiten oder dritten Generation hier lebenden Goldstücke nicht umgehen kann? Wir sind Freiwild. Wir sind die gebratenen Tauben, die den Raubtieren direkt zum Fraß vorgeworfen werden. Aber wehe, wir wehren uns. Dann wird das volle Programm gefahren. Die Straftat bekommt ihre Einsortierung in die Liste der fremdenfeindlichen Straftaten. Und das bringt wieder unzähligen Initiativen und Verbänden einen weiteren Geldsegen im Kampf gegen Rechts, der längst ein Kampf gegen das Recht ist. Aber die Rettung naht. Aber die Rettung naht. Die Sultanine vom Bosporus dreht durch. Allerdings kommt mir dieses Schauspiel mittlerweile recht getürkt vor. Denn ausgerechnet Merkels Liebling, Mark Rutte, der Ministerpräsident der Niederlande, lässt sich Eier wachsen und lässt die bekopftuchte türkische Familienministerin von Rotterdam zurück an die deutsche Grenze begleiten und erklärt sie zur unerwünschten Person. Moment. Ich meinte, mir kommt das Schauspiel getürkt vor. Denn genau dieser Mark Rutte tritt am Mittwoch bei der Wahl in den Niederlanden gegen Geert Wilders an. Dessen Partei PVV liefert sich gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der VDA von Rutte, sozusagen der CDU der Niederlande. Ohne diese bevorstehende Abstimmung